Ja, hallo, hier bin ich wieder. Hier einmal das Vorbild, mein rechtes Auge. Und ich fange jetzt erstmal an, euch zu zeigen, was ich auf die Wangen getan habe. Nämlich einmal hier Melba von MAC. Leider leicht dreckig, tut mir leid. Aber ja, das ist das Powder Blush, ein mattes Blush. Und dann habe ich noch weiterhin einen matten Bronzer genommen, von ebenfalls von MAC. So ein bisschen tiefer, mehr so Richtung Contouring als Einsatz. Weiterhin habe ich auf den Lippen Brown Nude von Max Factor als Basis, also der Lip Liner als Basis. Obendrauf habe ich genommen einen Lippenstift von NYX. Das ist ein knallkorallfarbener Lippenstift, der heißt Fawn in der Nummer 643. Und weiterhin habe ich auf den Lippen Venomous Villains, wenn ich das richtig mich erinnere, von Resort Life, ein Venomous Villain Limited Edition Lipgloss. Und dann habe ich noch Chins von MAC ganz oben drauf gepackt, um das so ein bisschen abzudunkeln, um genau den Farbton zu treffen, den ich auch treffen wollte, nämlich so eine Art rötlich-ocker farbenen Ton, so Richtung Terrakotta. Auf den Augen habe ich als Basis Urban Decay Primer Potion, hier in der dunkel-lila oder mehr dunkelblauen, dunkel-lila farbenen Tube als Anti-Aging-Form. Ich bin ein Ü30 Mensch, deswegen habe ich mich für den entschieden. Natürlich geht auch der ganz normale Urban Decay Primer Potion. Und hier habe ich eine linsengroße Menge etwa auf dem oberen Augenlid verteilt bis unter die Augenbraue, sowie auch ein klein wenig unter den Augenrand, weil wir sowohl über dem Auge als auch unter dem Auge Lidschatten auftragen werden. Und als nächstes suche ich noch einen cremefarbenen oder einen cremefarbenen Creme-Lidschatten, Bikini Teenie heißt er in diesem Fall von Benefit. Das ist wirklich so ein bonbonfarben, rosafarbener Ton. Den packe ich nämlich auf das vordere Drittel meines Augenlides, einfach um eine sattere Basis herzustellen für mein Weiß und mein Grün, das ich dann nachher nochmal oben drauf packen werde. Und zusätzlich habe ich gerade nochmal meinen Primer Potion geschlossen. Als nächstes, genau, schließe ich ebenfalls den Creme-Lidschatten, damit er nicht austrocknet. Der war übrigens ein Teil von einem Super Bronze Set. Das werde ich gleich nochmal einblenden. Und der nächste Creme-Lidschatten, den ich auftrage, ist von Nars Moisson. Ich entschuldige mich, falls ich französische Namen nicht ordentlich ausspreche. Ich habe kein Französisch in der Schule gehabt. Genau, also in den äußeren zwei Dritteln des Auges trage ich eben diesen diesen Creme-Lidschatten auf. Diesen Schritt könnt ihr optional auslassen. Ich habe mich dafür entschieden, um einfach einen stärkeren Farbeffekt zu erzielen. Und versuche das ungefähr flächig aufzuteilen auf dem beweglichen Augenlid. Also die Lidfalte extra ausgeschlossen aus dem Ganzen. Und wirklich nur da, wo das bewegliche Augenlid sitzt. Dann habe ich einen hautfarbenen Lidschattenton unter der Augenbraue aufgetragen. Einfach für den Fall, dass ich nicht Gefahr laufe, zu weit nach oben mit den knalligen Farben komme. Das mache ich gerne, wenn ich dunklen Lidschatten auftrage, einfach weil dann dieser hautfarbene Ton verhindert, dass der knallige Ton, den ich sonst noch auftragen wollte, ja, zu weit nach oben abwandert, oder ich, wenn ich irgendwie ausrutsche mit meinem Pinsel, dass ich dann nicht gleich diese dunkle Farbe oder die knallige Farbe auf meinem Augenlid zu weit, ja, verteilt habe. Oder über meinem Augenlid, besser gesagt. Dann habe ich noch was anderes gesucht, aber nicht gefunden. Und es geht weiter. Nämlich, Trommelwirbel, mit einem flachen Lidschattenpinsel. In dem Fall ist es hier der MAC 231. Ganz einfacher flacher Lidschattenpinsel, und damit habe ich einen weißen schimmernden Lidschatten aufgetragen. In dem Fall hier von Sephora Aspen Summit. Das war ein kostenloses Goodie, das ich irgendwann mal mitbekommen habe. Aber an und für sich benutze ich Weiß sehr selten, deswegen sieht er noch relativ neu aus.
Und hier habe ich also am inneren Augenwinkel diesen weißen Farbton aufgetragen. Wirklich nur rund um, ja, um den inneren Augenwinkel. Als nächstes habe ich hier Vanilla Pigment von MAC. Das ist schon die neue Variante des Pigments. Ich hatte irgendwann mal festgestellt, dass die Pigmente teurer geworden sind, beziehungsweise teurer und weniger. Genau, und das ist der Deckel von dem Pigment. Und mit dem arbeite ich und von dort nehme ich auch das Puder runter, weil in der Regel da genügend davon drauf ist. Und dann trage ich mit einem kleinen Lidschattenpinsel quasi auswärtsgehend von dem Weiß über und unter dem Auge eben dieses Vanilla-Pigment auf. Und dann pfeife ich ein wenig vor mich hin, schließe währenddessen meinen Pigment-Container wieder und dann geht es weiter mit Eye Shimmer von Body Shop, ein relativ alter Lidschatten von Body Shop, der hat eigentlich einen Weißton im Grunde genommen und wieder den flachen Lidschattenpinsel, der den Einsatz findet. Aber dieser Eye Shimmer von Body Shop hat so einen grünen Schimmer, also es changiert so und das passt wunderbar natürlich zu dem weiß-grün terrakottafarbenen Thema des Make-up-Looks. Weiterhin benutze ich Urban Decay Book of Shadows und hier habe ich mich entschieden für die Farbe Shakedown. Das ist so ein ganz nüchterner grüner Farbton, der, ja, was soll ich sagen, wirklich ein neutrales Grün, könnte man fast sagen, ist. Ja, fast sogar noch ein bisschen neutraler als Moosgrün. Und den trage ich dann also anschließend auf im äußeren Teil auf von meinem Augenlid. Und ich habe nochmal auf dem rechten Auge nachgebessert, weil mir das noch nicht grün genug war. Ich werde auch nochmal später während des Videos dann nochmal mit einer anderen Farbe nachlegen. Als nächstes habe ich genommen von NYX Tropical. Es ist ein korallfarbener Ton und den habe ich quasi unten drunter gesetzt und das ab der Lidfalte aufwärts, um auch hier wieder eine Farbbasis herzustellen. Allerdings war dieses Tropical nicht sehr ergiebig, also ich war nicht sehr zufrieden mit der Deckkraft der Farbe, aber im Großen und Ganzen hat das zur Farbfindung an sich beigetragen. Und Tropical habe ich aufgetragen auf dem äußeren Augendrittel, beziehungsweise eigentlich schon fast ein bisschen mehr als die Hälfte. Und das wirklich ab der Lidfalte aufwärts bis über den Stirnknochen. Trotzdem noch ein Stück bis zur Augenbraue freilassend. Und genau, bin ich hier langsam und vorsichtig vorgegangen, um nicht zu viel Farbe hiervon aufzutragen, dass mir das Ganze ganz schön verhaut, weil einfach diese Farbe sehr knallig ist und ja, es ist wie mit knalligen Farben, dann wie mit dunklen Farben, lieber Stück für Stück sich voranarbeiten, als dann nachher zu viel auf dem Auge zu haben. Dann habe ich hier eine Palette, die ich von einer Freundin geschenkt bekommen habe und hier gibt es einen knallroten Ton, den habe ich dann auf dieses NYX Tropical oben drauf gesetzt. Hier auch mich langsam wieder vorgearbeitet. Die Palette war echt, ich habe keine andere Palette mit solchen Farben. Genau, und ich halte kurz meine Hand vor das Auge, um eben gleich auf beiden Augen gleichen Lichteinfall zu generieren und abschätzen zu können, ob das Make-up gleichmäßig ausgefallen ist. Und auch hier wieder Stück für Stück vorgearbeitet und den roten Farbton aufgetragen. So, dann versuche ich nochmal oben das Rot auszublenden, dass der Übergang weniger harsch ausfällt. Und das mit einem flachen, fluffigen Lidschattenpinsel. Dann habe ich hier noch einen MAC-Pinsel, 1215, glaube ich, oder 175, muss ich nochmal nachschauen. Wenn ich das rausgefunden habe, dann blende ich es natürlich ein in dem Video.
Und dann habe ich hier noch Oil Slick von MAC genommen, um die Lidfalte zu definieren. Und dann auch eine gewisse Tiefe am Auge zu generieren. Dunkle Farben lassen ja bekanntlich das, worauf sie sich befinden, zurücktreten. Und deswegen erscheint dadurch auch die Lidfalte gleich noch ein Stück tiefer. Und dann vergleiche ich natürlich wieder fleißig meine beiden Augen. Als nächstes gehe ich nochmal in das Book of Shadows und trage Shakedown unter dem Auge nach. Also genau wie die Reihenfolge, zumindest oben und unten. Also wann ihr oben eure Farben auftragt und wann ihr unten die Farben auftragt, ist eigentlich relativ egal. Ich arbeite mich in der Regel von hell zu dunkel vor. Und genau, habe jetzt hier nochmal diesen, ich werde hier nochmal die Pinselnummer genau einblenden. Mit dem Pencil Brush von MAC trage ich also dann die rote Farbe im letzten Drittel unter dem Auge nach, dass sich quasi die Farbe unter das Auge weiter fortsetzt, weil ich einfach ein wenig mehr Rot noch haben wollte und das nicht nur allein über dem Auge sein sollte. Genau. Damit ist eigentlich der Make-up-Look im Großen und Ganzen schon fast fertig. Und ich gehe über zu einem grünen Eyeliner von Catrice. Das war, glaube ich, Khaki. Werde ich auch gleich nochmal nachschlagen. Und ebenfalls unter oder in dem Video besser gesagt einblenden. Und diesen Eyeliner trage ich unter dem Auge auf. Bis ins vordere Drittel, also das letzte innere Drittel lasse ich aus. Und dann natürlich trage ich das über dem Auge oder auf dem Augenrand auf, oben bis nach ganz vorne. Ich mache das ganz gerne, dass ich zuerst einen Eyeliner auftrage, einen Stift. Und anschließend gehe ich nochmal mit einem, genau hier ist es nämlich, mit einem flüssigen Eyeliner, diesmal 24/7 Liquid Eyeliner von Urban Decay Perversion. Und dann gehe ich nochmal mit einem flüssigen drüber. Das gibt mir eine ganz gute Basis für den flüssigen Eyeliner und der Look verzeiht mir das so ein bisschen, wenn ich jetzt nicht 100% 1A auf den Millimeter genau richtig sitze mit meinem Liquid Eyeliner. Dann habe ich mich noch entschieden, einen kleinen Schimmerton aufzutragen auf dem Auge. Das ist in dem Fall, glaube ich, einer von Sephora gewesen. Ich weiß leider die Nummer nicht mehr. Der hat so, es war, wie ihr gesehen habt, ein heller, schimmernder Ton gewesen und habe hier einen fluffigen Pinsel von MAC. Ich weiß bis heute nicht, für wen den, für was die normalen Make-up-Artists einsetzen zum Auftragen. Ich nehme dafür, also das immer für lose Puder, die ich nicht in hoher Dichte auftragen möchte, also die jetzt nicht wirklich auf deckenden Auftrag angewiesen sind. Dann trage ich nochmal, habe ich hier wohl ein bisschen Rot nachtragen wollen. Und gleich noch abschließend das Make-up aus. Das ist auch der erste Make-up-Look mit solchen Farben, den ich überhaupt jemals geschminkt habe. Und der allererste Versuch war wirklich das rechte Auge und ich habe mich dann entschieden, gleich das linke oder beim Schminken des linken Auges das Video abzudrehen. Genau. Dann bin ich soweit zufrieden. Hoffe ich jetzt. Und genau, trage nämlich meinen Lieblingsmascara auf, den 2000 Calorie von Max Factor. Und hier wiederum auch ganz wichtig, so tief wie möglich ansetzen auf den Wimpern, also dass ihr die Bürste schon am Augenrand spürt. Und dann leicht hin und her bewegen und nach oben hinwegziehen. Und vor allen Dingen außen im Augenwinkel kräftig tuschen. Und dann mache ich unten weiter. Versuche natürlich einen. Dadurch, dass der Make-up-Look relativ dramatisch ausfällt, auch die Wimpern dementsprechend stark zu schminken. Trage noch mal ein wenig Rot nach, weil mir das beim weiteren Schminkverlauf
zu sehr abhanden gekommen ist für meinen Geschmack und bin soweit fertig. Genau, gucke immer wieder und korrigiere. Und trage nochmal Oil Slick nach, weil mir anscheinend die Ausprägung im linken Auge nicht ganz gefallen hat oder nicht ausreichend war. Gehe nochmal in mein BH Hollywood, Entschuldigung, in die Palette rein und habe mich entschieden, nochmal das Knallgrün oben auf dem beweglichen Augenlid nachzutragen. Einfach um eine stärkere Grünfarbe auf dem beweglichen Augenlid zu generieren. Und sowohl auf dem linken Auge als auf dem rechten, als auch auf dem rechten, weil ich diese knallgrüne Farbe eben nicht auf dem anderen Auge aufgetragen hatte. Noch ein paar letzte Touch-ups des Make-up-Looks. Dann entledige ich mich meiner Spänkchen, um mich nochmal abschließend vor euch in diesem Video zu präsentieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, viel Spaß und viel Erfolg beim Nachschminken und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!